Ja, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Jan. Und diesmal habe ich hier ein One in the Chamber Mode auf Estate. Ja, das ist eigentlich der Mode, der erst in Black Ops rauskommt, aber ich habe ihn jetzt hier schon mal, da ich auch auf alter IW-Net zocke. Tiwa hat ja auch kürzlich, vor 3 Stunden oder, also wo ich das jetzt gerade kommentiere, vor 3 Stunden oder so. Hat er das Video abgeloadet oder weiß gar nicht. Ich habe jetzt nicht auf das Datum geschaut oder die Uhrzeit. Und er hat auch ein Video abgeloadet auf Wasteland. Und ich spiele jetzt mal auf Estate. Ja, in diesem Modus hat man nur eine Pistole und nur eine Kugel. Und wenn man diese Kugel verschossen hat, muss man den Gegner knifen. Man hat insgesamt 3 Leben. Und ja, das ist so ein... Ja. So ein kleiner Nachteil bei One in the Chamber, es gibt sehr viele Camper, also es, ja nicht sehr viele, aber es gibt verhäuft Camper, erhäuft, da man ja 3 Leben hat und wenn man bis zum Schluss die 3 Leben überlebt, dann hat man gewonnen, also ist nicht ziemlich einfach, man muss nur campen, dann hat man eigentlich schon gewonnen und ihr seht, ich campe kein einziges Mal, sterbe auch kein einziges Mal in diesem Spiel und am Schluss wird es 11 zu 0 ausgehen. Was ist denn eigentlich das für eine Waffe? M9? USP? Weiß ich gar nicht. M9? Ja, M9. Und die haben jetzt das Interface ein bisschen geändert. Ich werde euch nicht zeigen, wie man alter IW-Net downloadet. Dafür gibt es Google. Und auch die offizielle Seite, da werdet ihr ganz leicht drauf stoßen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, wie man das macht. Aber dann hat mir der Tio gesagt, ja, das musst du leider raustun. Und dann habe ich es auch rausgetan. Also für mich war das kein Problem. Ja, in alter AWNet gibt es viel weniger Cheater, da ich der Host sein kann, wann ich will und Cheater bannen kann. Also das ist ziemlich einfach, also nur von meinem Server bannen kann und ja, das ist ziemlich geil. Man kann alles einstellen, die Runden suchen und zerstören, die Zeit und es gibt bei alter AWNet eine 1%ige Chance, dass man die Atombombe bekommt. Ziemlich lustig, also das Spiel ist ja fast schon wieder vorbei. Und ja, in diesem Spiel muss man sehr gut zielen können. Und ja, ich möchte mich noch entschuldigen, wenn ich ein bisschen krank, also wenn ich mich ein bisschen krank anhöre. Ich bin noch erkältet, also ich habe Husten und Schnupfen. Also Entschuldigung dafür. Und ich weiß gar nicht, wann bekommt man eigentlich 2 Kugeln. Ich weiß nicht, irgendwann mal bekommt man 2 Kugeln, dann hat man so 2 Kugeln zur Verfügung. Und ja, das ist der... Ja, der neue Modus, der in Black Ops offiziell dann rauskommen wird. Ich freue mich schon richtig drauf, weil er richtig Spaß macht. Also das ist so ein Modus, den kann man vor dem Suchen und Zerstören zum Beispiel zocken. Da kann man sich ein bisschen eintrainieren. Das Geld, das man hier bekommt, bringt eigentlich nichts, aber ja, das war's von mir. Kommentiert, abonniert und am wichtigsten Daumen hoch bitte. Servus.